Website-Entwicklung und Social-Media-Marketing betreuen, haben wir eben auch einen Teilbereich Amazon-Marketing. Und da bin ich eben seit 5 Jahren jetzt tätig. Wir betreuen unsere Kunden in allen Angelegenheiten rund um Amazon, heißt Content-Erstellung, Bewerbung, aber eben auch strategische Ausrichtung. Genau, der Titel war ein bisschen allgemein gehalten in der Bewerbung. Ich kann es schon so ein bisschen vorwegnehmen. Heute sprechen wir auch meines Fachwissens geschuldet natürlich über Amazon. Aber ich denke, die Inhalte, die ich hier heute präsentiere, kann man auch sehr gut auf andere Marktplätze übertragen. Amazon aus dem Grund, weil hier einfach die Möglichkeiten natürlich am weitesten sind. Aber wir sehen ja auch bei Otto und anderen Marktplätzen, dass die immer weiter nachrüsten, beziehungsweise die Möglichkeiten ja auch ausweiten, sodass sich das, ja, ich denke mal, Look and Feel oder beziehungsweise auch diese Thematiken dort auch wiederfinden. Und genau, ich habe ein paar Folien mitgebracht. Ich teile jetzt gerne mal meinen Bildschirm. Und jetzt müsstet ihr ihn sehen können. Falls dem nicht so ist, gerne rein Bescheid sagen. Genau. Also konkret, ja, nochmal Amazon Advertising. Ich habe mir nämlich gedacht, so ein bisschen das Amazon Advertising-Thema, wie recherchiere ich Keywords, was ist eine Sponsored Product Ad, was ist eine Sponsored Brand Ad, ist mittlerweile, denke ich mal, schon gut gelernt. Und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht, dass wir uns dem ganzen Thema mal entlang des Sales Funnels annähern und hier halt schauen, in welcher Stufe man wie vorgehen sollte, kann. Und dementsprechend gehen wir direkt mal rein. So eine kleine Agenda, was wir heute besprechen werden, ist einmal nochmal Amazon Grundsätze. Da gibt es einige, die ich gerne nochmal wiederhole an der Stelle, die einfach übergreifend sind. Und dann eben diesen Kernpart PwC entlang des Sales Funnels und am Ende aber auch so ein bisschen Ordnung und Struktur im Advertising-Konto schaffen. Also auch das ist eben, was wir aus der Praxis bei vielen Kunden sehen, immer noch ein Thema, was es auch wiederum schwerer macht, das, was wir eben im Vorfeld besprechen, überhaupt anwenden zu können. Genau. Dann eben einmal die Amazon-Grundsätze, weil die kann man, glaube ich, nicht häufig genug wiederholen, beziehungsweise ist das ja auch da wieder der Überschlag zu anderen Marktplätzen. Es gibt grundsätzlich auf Marktplätzen eigentlich immer nur ein Ziel, gerade bei Amazon. Und das ist eben das Thema aus Kundensicht, ich möchte etwas kaufen. Also die Nutzer kommen direkt auf die Plattform, um eben etwas zu kaufen, weil sie ein bestimmtes Kaufinteresse haben. Und das ist einfach der Gedanke, den ich mir als Advertiser oder als Händler einfach immer wieder ins Bewusstsein rufen muss, um einfach auch dahingehend meine Maßnahmen drin eben ableiten zu können. Wie schon gesagt, sie kommen halt mit der Kaufabsicht direkt auf die Plattform. Natürlich kann man sich auch inspirieren lassen in gewisser Weise, aber Amazon ist einfach aus diesem klassischen Gedanken heraus, ich möchte jetzt Produkt XY kaufen, ich gucke, ob es das auf Amazon gibt und wenn es das gibt, dann möchte ich das auch dementsprechend kaufen. Aber gerade was das Advertising angeht, ist es auch so, eine Kampagne ist immer nur so gut wie das beworbene Produkt. Das heißt, bevor ich überhaupt an das Advertising denken kann, muss ich mich um mein Produktlisting, um meine Produktpräsentation kümmern. Denn am Ende landet der Nutzer eben auf der Produktdetailseite, beziehungsweise sehr häufig. Es gibt ja mittlerweile auch andere Möglichkeiten, aber dennoch hat er irgendwann Kontakt mit meinem Hauptbild zumindest und mit dem Titel. Und wenn das nicht optimiert ist, dann wird höchstwahrscheinlich auch die Werbung nicht funktionieren. Das heißt, dieser Content, exzellenter Content, sage ich mal, ist das nach wie vor das A und O, weil das ist eben meine Visitenkarte, die ich vor dem Kauf abgeben kann. Hier so ein bisschen die schematische Darstellung. Am Ende nämlich, egal was ich mache, wie ich es bewerbe, ob ich einen Brandstore habe oder nicht, der Nutzer landet auf meiner Produktdetailseite. Und je besser die aufgestellt ist, desto besser wird am Ende auch die Werbung funktionieren. Deswegen muss ich mich eben darum kümmern, dass meine Bilder ja, strategisch aufgesetzt sind, dass ich über die Bilder mehr oder weniger mein Produkt schon verkaufen kann, weil dort einfach sämtliche Informationen mittlerweile schon mitgegeben werden, die Texte dennoch optimiert sind, gerade eben für den Suchalgorithmus. Also ist das so ein bisschen für die Maschine. Die Bilder sind eher für den Menschen dann gedacht, weil wir halt eben sehr visuell gesteuert sind.
und eben auch das Thema wiederkehrende Shopper dort abzuholen. Alles das fußt oder landet dann eben wiederum auf der Produktdetailseite. So ein bisschen dazu hier so ein kleines Beispiel, wie man sowas angehen kann. Ich denke, wir kennen alle diese Marke, aber hier sehen wir einfach, was damit gemeint ist. Also ich habe einfach ein konsistentes Bild der Marke. Ich habe wiederkehrende Elemente, die es auch für den Nutzer einfach machen, meine Produkte wiederzuerkennen. Gerade wenn ich vielleicht aber auch in einem Segment bin, wo es gar nicht so markengetrieben ist, muss ich es dennoch ja irgendwie schaffen, mich von der Konkurrenz abzuheben. So, jetzt zum eigentlichen Kernthema, gerade eben dieses Advertising, weil ich weiß jetzt, habe jetzt natürlich nicht vorher abgefragt, aber wie viele von euch jetzt auch tagtäglich mit dem Amazon Advertising in Kontakt kommen. Es ist einfach vielfältig geworden. Um es einfach auszudrücken, es ist ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten, meine Werbung auszuspielen, Kampagnen aufzusetzen. Und hier gilt es einfach am Ende, eine Struktur zu schaffen, sich gut zu überlegen, wann ich wie wo werben möchte. Und da habe ich einfach mal so einen Gedanken mitgebracht, wie man sich dem ganzen Thema eben nähern kann. Wir haben hier eben diesen klassischen Sales Funnel, jetzt mal so ein bisschen auf Deutsch, also Aufmerksamkeit, Interesse, Kauf, Loyalität. Gerade für heute stehen eben die Themen Aufmerksamkeit, Interesse und Kauf im Fokus. Loyalität kann ich natürlich auch über Remarketing-Kampagnen quasi nachverfolgen, aber gerade so dieser Einstieg, also wie schaffe ich es überhaupt, Kauf zu generieren, Interesse zu generieren, Aufmerksamkeit zu generieren, all das ist eben so der Fokus, um den es heute gehen soll. Um diese 3 Stufen oder 4 Stufen adressieren zu können, bietet uns Amazon mittlerweile diverse Möglichkeiten, eben dort werblich in Erscheinung zu treten. Wir haben es jetzt mal so ein bisschen runtergebrochen auf die einzelnen Stufen, welche Werbeform eben wo am sinnvollsten ist. Wenn Begriffe unklar sind, gerne immer reinfragen. Generell auch einfach immer reinfragen, wenn an irgendeiner Stelle eben Unklarheit herrscht, dann versuche ich darauf zu reagieren. Aber wenn wir uns das eben so angucken, diesen klassischen Sales Funnel, dann haben wir eben in der Aufmerksamkeitsphase eher Sponsored Brand, Sponsored Display Ads. Gemeint ist damit eben, dass das Werbeformen sind, mit denen ich eine breitere Zielgruppe erreichen kann, beziehungsweise über die gestalterischen Möglichkeiten halt mehr als nur mein Produkt zeigen kann. Darauf gehen wir auch später nochmal ein. Aber die sind halt eher dafür da, um wirklich Aufmerksamkeit zu generieren, falls ich eine neue Marke bin, meine Marke zu platzieren oder eben auch in anderen Umfeldern einfach mit grafischen Elementen dafür sorge, dass ich überhaupt erstmal sichtbar bin. Genau, in dieser Interessensphase, dann haben wir auch dort wieder Sponsor Brands, Sponsor Display, weil so ein bisschen kann man eben sagen, überschneidet sich das natürlich so ein bisschen Aufmerksamkeit, Interesse. Dementsprechend sind da auch die Werbeformen relativ ähnlich. Auch über Sponsored Products kann ich Interesse werben. Gehen wir auch später nochmal drauf ein. Und dann wirklich in dieser Kaufphase, da ist es mehr oder weniger so dieses klassische PPC-Geschäft, diese Sponsored Products, die eben auf Platz 1 bis 4 und weiterem Verlauf auftreten oder eben auf der Produktdetailseite, weil die eben sehr nah an dem Kauf sind. Wenn eben jemand nach einem gewissen Begriff sucht, nach einem gewissen Produkt sucht, da schon diese Suchintention habe, ich ihn versuchen muss, natürlich an der Stelle über die Produktergebnisseiten abzuholen. Und um das ganze Bild aber zu vervollständigen, Thema Loyalität, wie schaffe ich es danach quasi die Kunden auch weiter an mich zu binden, da ist es über Sponsored Products möglich, Sponsored Brand Ads, aber vor allem dieses Thema Retargeting, was ich eben über die Sponsored Display Ads bestmöglich aufstellen kann und darüber hinaus auch die Amazon DSP. Auch da vielleicht oder kurzer Exkurs, Amazon DSP ist ja nochmal mehr oder weniger die größeren Sponsored Display Ads. Also darüber habe ich ja nochmal die Möglichkeit, viel feingliedriger meine Werbung auszuspielen, beziehungsweise halt hauptsächlich auf Zielgruppenebene zu arbeiten und dort einfach mit harten Daten zu arbeiten. Also ich kann eben auf Kauf getätigte Käufe,
Kaufinteresse, auf Hobbys, auf Lebenssituationen targetieren, was ich eben über diese klassischen Werbeformen so nicht hinkriege. Sponsored Display Ads öffnet sich da immer mehr und mehr, aber wirklich über die DSP hätte ich einfach nochmal eine ganz andere Datenvielfalt, auf die ich zurückgreifen kann. Aber um die soll es heute auch gar nicht gehen, weil ich denke, eben das, was ich quasi über das Seller Central oder das Vendor Central am Ende verfügen kann, dass das schon vielfältig genug ist. Neben den Werbeformen unterscheiden sich die Phasen natürlich auch in den Ausrichtungen. Also wie targetiere ich überhaupt über diese Kampagnentypen die Zielgruppen? Und auch da haben wir so eine Art Eingliederung gemacht. Das heißt eben, was ich schon gesagt habe, in dieser Aufmerksamkeits- und Interessensphase gehe ich halt eher über übergeordnete Themen, also über Kategorie, Targeting, auch über Competitor natürlich, also Wettbewerber, dass ich mich da erstmal überhaupt sichtbar mache. Und auch das Thema Autokampagnen darf man natürlich nicht vernachlässigen, weil wir da ja mehr oder weniger Amazon auch so ein bisschen die Freiheit geben, unsere Produkte einfach in einem neuen Umfeld, die aus Amazon-Sicht, vielleicht auch gar nicht erstmal aus unserer Sicht, relevant sind und so einfach neue Ausspielungsplätze für uns entdecken. Und dann eben das Thema Sponsored Display ist eben über In-Market, Lifestyle, Prospecting. Also das sind all diese Themen, wo ich über Zielgruppen, Targeting einfach versuchen kann, meine Produkte einfach nochmal anders zu platzieren als über wirklich diese klassischen Keyword-Targetings und Asen-Targetings, sondern wirklich eher auf Interessen und Live-Contextual-Targeting reingehe, um Interesse, Aufmerksamkeit zu generieren. Und auch da in der Kaufphase, eben da ist es so, auch da wieder das Wort klassisches PPC-Marketing, also ich gehe wirklich auf generische Keywords, auf Branded Keywords, auf Competitor Keywords, aber eben auch auf Competitor Asins. All das ist einfach wirklich sehr nah am Kaufprozess und dementsprechend muss ich dort ja auch sichtbar sein. Was aber aus unserer Sicht quasi dann in der Herangehensweise wichtig ist, dass man eben eher dann dahin geht, vom Kaufprozess breiter zu werden. Das heißt, gerade wenn ich mein Setup aufsetze, das Schnellste und das Effektivste sind eben einfach die Sponsored Products in dieser Kaufphase, weil ich hier einfach schon genau weiß, okay, was sind denn eben die umsatztreibenden Keywords, auf die kann ich gehen, wenn mein Produkt auch das erfüllt. Und dann kann ich von da aus quasi immer breiter werden, um einfach neue Zielgruppen zu erschließen. Aber der Kern sind eigentlich nach wie vor immer noch die Sponsor Products, da sie einfach auch am besten funktionieren. Genau, gucken wir uns die einzelnen Phasen nochmal an. Da ist es eben PPC in der Kaufphase, habe ich es genannt. Das, was ich eben angesprochen habe. Also wir haben unsere klassische Suchergebnisseite, wir haben nach Nahrungsergänzungsmitteln beispielsweise gesucht und finden eben diese Seite vor. Da sehen wir eben von 1 bis 4 sind gesponserte Anzeigen und genau da möchte ich ja im besten Fall auftreten. Das heißt, das adressiere ich eben über meine Sponsored Products in diesem generischen Ausspielungstyp. Da das einfach nach wie vor die effektivste Werbeform ist. Ich hatte es so genannt, PPC in seiner reinsten Form, weil so ist das ganze Geschäft ja entstanden. Früher gab es nichts anderes als eben diese Sponsored Products im Suchergebnis, in der Suchergebnisseite. Und auch das ist eben dadurch, dass es am längsten währt, immer noch am effektivsten. Wichtig dabei zu beachten ist auch, dass ich das nicht nur über die Keywords erreichen kann, dass ich da auch mittlerweile durch diese Produktausrichtung auch hier Relevanz erhalten kann. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise eine Produktausrichtungskampagne auf das erste Produkt hier geschaltet habe, was mir als organisches Produkt als erstes angezeigt wird und ich habe darauf eine Produktausrichtungskampagne geschaltet, kann es eben auch sein, wenn ich relevant dazu bin, dass ich genau an dieser Stelle eben vor diesem Produkt ausgespielt werde. Immer ganz wichtig zu beachten, dass es nicht nur rein über die Keywords geht, sondern mittlerweile eben auch über Produktausrichtungskampagnen dazu führen kann, dass ich einfach in dieser Suchergebnisseite überhaupt auffindbar bin.
Genau. Dann neben der Suchergebnisseite, ich hatte es gesagt, am Ende landet der Nutzer, ich denke mal in 99% aller Fälle, auch auf der Produktdetailseite. Und auch hier habe ich einfach die Möglichkeit, über Sponsored Products in Erscheinung zu treten, entweder eben als eigener Inhaber dieses Produktes, wo ich einfach versuche, mein Produkt zu schützen über Schutzkampagnen, oder aber auch ich versuche nochmal im letzten Moment, also näher am Kaufprozess geht es ja eigentlich gar nicht, im letzten Moment vielleicht doch nochmal den Nutzer auf mein Produkt hinzuweisen und ihn weg von dem Wettbewerb zu führen. Mittlerweile ist es immer von Produkt zu Produkt unterschiedlich, aber häufig haben wir eben so ein Bild, dass wir halt wirklich neben dem Hauptprodukt ja mehr oder weniger nur noch Werbung sehen, und dass auch das immer wieder in ja, Gedächtnis rufen, dass das auch einfach der Nutzer sieht. Und wenn man eben nicht aus dem Fach ist und sich tagtäglich damit eben beschäftigt, dann lässt man sich davon auch einfach mal leiten und denkt sich, ah, guck mal, vielleicht ist doch das ein oder andere Produkt besser, weil der Preis besser passt, weil die Bewertungen besser sind. Also darf man das eben auf keinen Fall unterschätzen. Heißt auf der Produktdetailseite auch hier einfach wirklich essentiell, wirklich Sponsored Products einzusetzen, sowohl im ja, Offense- und Defense-Modus. Heißt eben, ich schalte meine Produkte auf meine eigenen Produkte, einfach als aus Schutz davor, Sichtbarkeit an den Wettbewerb zu verlieren, oder einfach ein bisschen offensiver auf den Wettbewerb, wenn ich eben weiß, dass meine Produkte konkurrenzfähig sind. Auf der anderen Seite hier zum Beispiel der erste Einsatz in dieser Kaufphase, ja auch der Sponsored Display Ads. Also ich habe auch über die Sponsored Display Ads die Möglichkeit, exakte ASINs zu bewerben, erhalte dadurch nochmal andere Ausspielungsflächen und gerade hier direkt unter der Produktbeschreibung oder in den Bullet Points beziehungsweise unter der Buybox sind das nochmal sensible Ausspielungsorte, die den Nutzer dazu anleiten könnten, doch nochmal ein anderes Produkt zu kaufen. Gerade wenn das im Beispiel wie hier nochmal vielleicht mit einem Gutschein unterfüttert wird. Auch das sind natürlich Trigger, die den Nutzer mehr oder weniger nochmal in der Kaufentscheidung beeinflussen können. Heißt so ein bisschen zusammengefasst, es ist mehr oder weniger diese Stütze deines Kampagnensets befindet sich oder macht eben Kampagnen aus, die sich wirklich rund um diesen Kaufprozess gliedern. Ich habe hier rechts, ist das ja so ein bisschen diese Auswahlmaske, die man aus dem Seller Central kennt, nochmal angedeutet, welche Werbeformen halt wirklich relevant sind. Sponsored Brands so ein bisschen. Ja, ich habe versucht anzudeuten, dass man es einsetzen kann, aber eigentlich eher noch mit Bedacht, beziehungsweise hier gar nicht so die zielführende Kampagnenform ist in diesem Prozess, sondern dass ich da wirklich auf Sponsored Products setze, Sponsored Display Ads mit ja, einfach harten Ausrichtungen. Wichtig dabei natürlich, sei ehrlich zu dir und deinem Produkt. Das heißt einfach, wenn ich weiß, gewisse Keywords sind Umsatztreiber, aber ich weiß eigentlich auch, dass mein Produkt es nicht ganz erfüllt, dann empfehle ich auch wirklich dann eher die Finger davon zu lassen oder sich dem Ganzen nochmal anders anzunähern, vielleicht auch nochmal sein Produkt erstmal überarbeiten, bevor ich einfach stumpf darauf meine Gebote setze und im Zweifel einfach ja auch die Conversion Rate oder auch einfach der Erfolg darunter leidet, weil gewisse Inhalte, die der Nutzer unter diesem Keyword erwartet, nicht erfüllt werden. Auf der anderen Seite auch kenne deine Grenzen, sprich fokussiere dich wirklich auf die Themen, geht so ein bisschen mit einher, die zielführend sind und versuch nicht irgendwie 1000 Keywords zu targetieren, nur weil du denkst, okay, das ist so das große Ganze, weil häufig begrenzt sich das wirklich einfach auf einzelne, wirklich sehr mächtige Keywords, sodass man da auch wirklich den Fokus drauf setzen sollte. Und auch da bediene ich der gesamten Palette. Heißt, ich habe gesagt, Sponsored Brands kann man einsetzen, muss man jetzt nicht unbedingt, aber clever eingesetzt, wenn ich eben weiß, gerade bei Marken-Keywords, Competitor-Keywords, kann es Sinn machen, auch hier auf Sponsored Brands zu setzen, um sich einfach als Marke nochmal zu positionieren. Wenn ich allerdings eine Marke bin, die relativ neu ist im Markt, dann würde das in diesem Segment eher eben halt noch nicht zum direkten Kauf führen und ich würde da halt einfach
in dieser Phase einfach nicht mit dem richtigen Werbemittel operieren. Genau, Sponsored Display Ads eben mit Bedacht einsetzen und denke an deinen Selbstschutz, einfach wirklich auch immer dran zu denken, es sind nicht immer nur die Wettbewerber und die generischen Keywords, sondern andersrum sind ja auch die Wettbewerber daran interessiert, wenn jemand Neues am Markt ist oder wenn sich einfach ein Produkt durchsetzt, davon wieder ein Stück zurückzuholen. Genau, kommen wir in die Interessensphase. Hier ist, wie gesagt, das Bild schon wieder so ein bisschen größer. Auch hier wieder die Suchergebnisseite, ein sehr generischer Begriff, nach dem wir gesucht haben. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also zählt 4 Personen. Erstmal ein relativ, bisschen spezifisches Keyword, aber ja nicht markengetrieben. Einfach nur ein Zelt für 4 Personen wird gesucht. Und hier ist es eben die Möglichkeit, erstmal Interesse zu wecken oder in dieser Interessensphase einfach auffällig zu sein. Und dafür bietet uns in dieser Phase wiederum die Sponsored Brand Ads einfach eine sehr schöne Möglichkeit, sich unabhängig oder neben seinen Produktbildern auch so ein bisschen anders zu platzieren. Und eben mit Lifestyle-Images mittlerweile oder auch einfach mit seinem Logo gerade auf der ersten Suchergebnisseite über den Suchergebnissen in Erscheinung zu treten und diese maximale Aufmerksamkeit zu generieren. Dank eben dieser Lifestyle-Images, der weiteren Möglichkeiten, seine Marke einfach anders zu platzieren. Allerdings muss man zum Beispiel in diesem Beispiel sagen, Relevanz zur Suchintention beachten. Ich hatte es eben gesagt, fokussiere dich wirklich auf die Keywords, die in Frage kommen. Wir haben eben nach einem 4-Mann-Zelt gesucht. Wir werden hier ausschließlich 2-Mann-Zelte oder für 2-Personen Zelte vorgeschlagen. Also da habe ich eben zwar die Sichtbarkeit, vielleicht auch den Klick, aber wenn ich darüber hinaus keine 4-Personen-Zelte anbiete, höchstwahrscheinlich eben auch kein Sale. Also da ist wirklich immer im Hinterkopf behalten, dass eben darauf, worauf ich targetiere, auch zu meinem Produkt passen sollte. Eine neue oder relativ neue Möglichkeit, neu kann man eigentlich auch nicht mehr sagen, ist eben dieses Video-Element, also Sponsored Brand Video Ads. Auch die geben mir einfach nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit, Interesse zu wecken. Also in meiner Formulierung merkt man schon, also Aufmerksamkeit, Interesse liegt sehr nah beieinander, aber dennoch habe ich über dieses Video, es bewegt sich einfach, wenn ich die Suchergebnisse durchscrolle, bleibe ich automatisch hängen, weil sich einfach irgendwas bewegt. Guck mir erstmal das Produkt an und das ist ja das, was wir überhaupt erstmal erreichen wollen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr gute Videos habt zum Produkt, definitiv einsetzen, weil es einfach sehr, sehr, sehr aufmerksamkeitsstark ist und eben diese Interesse geweckt wird. Und dann, genau, sollte man darüber halt versuchen, so diesen Funnel weiter abzudecken. Auch hier eben kann ich das mit einem direkten Produktbezug kombinieren. Das heißt, ich kann direkt meine Produkte platzieren. Ich kann es aber auch nutzen, um einfach für meine Marke es zu einzusetzen und den Nutzer vielleicht auch erstmal in meinen Brandstore zu führen. Also gar nicht wirklich immer hart auf den Sale zu gehen, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt erstmal das Interesse geweckt und jetzt kann er sich vielleicht nochmal mit meinem Produktsortiment insgesamt beschäftigen. Auch hier auf der Produktdetailseite eben die Möglichkeit, in dieser Interessensphase nochmal in Erscheinung zu treten. Der Gegensatz zum vorherigen Beispiel, wo wir auch auf der Produktdetailseite waren, ist hier so ein bisschen, dass ich auch hier mit anderen Elementen spiele. Heißt Sponsored Display Video Ads. Auch da habe ich eben die Möglichkeit, über die Display Ads Videoinhalte einzuspielen, die entweder das Produkt zeigen, aber auch hier einfach vielleicht auch meine Marke in den Fokus stellen, um auch auf der Produktdetailseite nochmal zu zeigen, hey, guck mal, ich bin hier noch als weiterer Wettbewerber, vielleicht nimmst du mich nochmal in Erwähnung. Wir haben hier zum Beispiel das Beispiel unten, das ist ja so ein Hängemattenzelt. Auch da ist es ja erstmal die Frage, ob das überhaupt, also ich werde oder ich bin auf der Suche nach einem Zelt für 4 Personen, kriege jetzt so ein Ein-Personen-Hängematten-Zelt vorgeschlagen, da ist der Fit ja auch nicht 1:1. Das heißt, die Intention könnte einfach dahin gehen zu sagen, okay, du suchst vielleicht danach, aber wenn du mal alleine unterwegs bist,
Vielleicht ist das ja auch nochmal eine Idee. Und oben rechts kann man es ja sehen, das ist ja mehr so ein Komplementärangebot, was ich versuche dort zu platzieren. Genau, das ist einfach immer wirklich überlegen, was setze ich ein, wo setze ich es ein und was möchte ich damit überhaupt erreichen. Wie gesagt, Cross-Promotion oder eben dieses Komplementärangebot schaffen ist hierüber natürlich auch sehr, sehr wirkungsvoll. Weiter unten auf der Produktdetailseite, auch da haben wir ja nochmal die Möglichkeit, so ein bisschen fernab vom reinen Produkt uns zu platzieren mit der Markendarstellung. Wir haben auch hier wieder so eine Sponsored Display Ad, die aber eben wirklich nicht mehr in diesem direkt sichtbaren Bereich ist. Also auch das eher so eine Sekundär-Werbeform oder über die Sponsored Brand Ads, wie hier am Beispiel der Zelte. Da habe ich hier überhaupt keine Produktinformationen mehr, sondern einfach nur ein Lifestyle-Image mit einem Logo. Heißt, ich kann dahinter ja auch gar nicht so direkt diesen Sale erwarten, sondern ich will einfach nur erstmal Interesse wecken. Okay, hier, das ist ein schönes Bild. Vielleicht klickt dann der eine oder andere drauf und gelangt dann erstmal überhaupt in meine Markenwelt. Genau, ich bin so ein bisschen meinen Bullet Points voraus, aber ich hoffe, ihr könnt mir nach wie vor folgen. Dann auf der anderen Seite, wir hatten es eben, falls ihr euch erinnert, in den ersten Beispielen waren es Nahrungsergänzungsmittel und ich hatte es jetzt nochmal aufgeführt. Auch das ist ja die Möglichkeit in dieser Interessensphase. Also ich habe mich beispielsweise als Nutzer für Nahrungsergänzungsmittel interessiert, bin jetzt auf der Suche nach Zelten, werde aber beispielsweise wieder angesprochen. Heißt auch hier, dieser Remarketing-Faktor kann auch in der Interessensphase natürlich von Interesse sein. Weil ich eben weiß, okay, es hat sich schon jemand damit beschäftigt, den Kauf vielleicht noch nicht getätigt. Deswegen spreche ich ihn einfach an, weil er ja scheinbar Interesse an meinem Produkt hat. Genau. Dann auch hier nochmal zusammengefasst, gerade in dieser Interessensphase ist es wichtig, diese ganzen visuellen Komponenten auszunutzen. Das heißt, auch da bieten mir eben Sponsored Brands und Sponsored Display Ads einfach mehr Möglichkeiten, Markenlogos, Videos einzubinden, die generell erstmal Interesse wecken, Aufmerksamkeit wecken, und dementsprechend nicht mehr ganz so hart am Sale sind, sondern einfach wirklich an Sichtbarkeit, Traffic. Das sind eben hier so die Ziel-KPIs, nach denen wir uns richten sollten, wenn wir eben sagen, okay, wir sind in der Phase, das sind unsere Kampagnen dazu und sind sie jetzt erfolgreich oder nicht. Und auch da bediene dich wieder der gesamten Palette und setze auch da Sponsored Display Ads eben wirklich eher grafisch wiederum ein. Also in dieser Kaufphase haben wir eher auch da wieder die Produktbeziehung. In der Interessensphase ist es eben eher die grafische Darstellung deiner Marke, deiner Produkte über Videos, über verschiedene Bilder, um einfach dort überhaupt in Erscheinung zu treten. Und auch dennoch denke auch hier weiterhin an Selbstschutz, sprich, wenn du weißt, es gibt Interesse zu deinen Produkten, werden das auch die Mitbewerber herausfinden. Heißt eben, sorge hier, dass du auch da einfach geschützt bist, beziehungsweise nicht zu viel Sichtbarkeit an deine Konkurrenz verlierst. Als letztes, so ein bisschen diese Aufmerksamkeitsphase, die ja auch in diese Interessensphase mit einschwingt, aber ich denke, über die Beispiele kann es nochmal ein bisschen besser ausgliedern oder ja, unterscheiden. Da sprechen wir wirklich von, ich gehe wirklich groß rein, habe erstmal ja überhaupt gar nicht so diese Intention, jemanden direkt beim Kauf abzuholen, weil hier als Beispiel, wenn jemand in der Kategorie nach gewissen Geräten sucht, aber halt auch wirklich noch sehr unspezifisch ist, auch da habe ich die Möglichkeit, über verschiedene Werbeformen erstmal Aufmerksamkeit zu generieren, aber halt auch wirklich, wirklich fernab vom Sale. Beispiel wären Sponsored Brand Ads auf Kategorieebene, dass ich weiß, okay, jemand sucht in dieser Kategorie, aber eben noch nicht produktbezogen. Dann schalte ich eine Sponsored Brand Ad, weil es könnte ja sein, dass er einfach was in dem Bereich sucht, was ich anbiete. Aber wir sehen beispielsweise hier, also die Links, diese Kategorie. Baum, das sind ja diverse Möglichkeiten, auch über die Icons und es wird beispielsweise mit einer Zange geworben oder eine Heißklebepistole. Das ist
Deswegen ja sehr, sehr breit gestreut. Wenn ich jetzt eben auf der Suche nach einem Schlagschrauber bin, werden sämtliche Werbeformen nicht relevant sein. Heißt eben, ich bewege mich so ein bisschen in neues Territorium und versuche einfach neue Ausspielungsorte zu finden, aber immer in dem Bewusstsein, dass ich darüber jetzt keine direkten Sales oder halt so einen super ARKOS erwarten darf, sondern da geht es wirklich um andere KPIs, um Sichtbarkeit, um Traffic, um Impressionen, die ich hier eben verfolgen werde. Auf der anderen Seite kann ich das natürlich auch nutzen, wir hatten es eben gesagt, mich einfach in neuen Umfeldern zu bewegen. Beispiel Makita Akkuschrauber wurde gesucht, aber wir sehen halt wirklich ganz stark Einhell als Sponsor Brand Ad und auch weiter unten in den Suchergebnissen ein Komplementärgut. Auch das geht eben so ein bisschen mit der Interessensphase einher. Könnte man jetzt aber auch, Einhell ist relativ bekannt, denke ich mal, aber man könnte jetzt zum Beispiel auch das über eine komplett neue Marke eben so ansetzen, dass ich weiß, ich bin kompetitiv, meine Preise sind vielleicht besser, ich biete dasselbe an. Deswegen nutze ich einfach gerade auch so Marken-Keywords, um mich wirklich zu platzieren, das erste Mal Aufmerksamkeit zu generieren oder eben für Komplementärprodukte, wo ich eben weiß, zu diesem Makita-Schlagschrauber passt mein, ich weiß nicht, Adapter 100%. Deswegen setze ich das einfach hier in das Umfeld, weil ich weiß, wenn das jemand gekauft, dass mein Produkt auch relevant dazu sein könnte. Aber immer ist ja danach die Frage, ist es jetzt wirklich relevant zu dem Suchbegriff, weil ich habe nach Makita gesucht, deswegen kann ich nicht davon ausgehen, dass direkt auch mein anderes Produkt dann gekauft wird, sondern ich erhöhe einfach meine Chancen und dementsprechend das auch im Hinterkopf behalten, da nicht eben diese super ROAS und ACoS-Werte zu generieren, wenn ich solche Werbeformen einfach einsetze. Anders als das Beispiel vorhin mit dem Nahrungsergänzungsmittel, was mir bei den Zelten angezeigt wurde, auch hier eben die Möglichkeit über Sponsor Display-Ads einfach in diesem Segment nochmal einen neuen Werbeplatz zu bespielen und ja, so ein bisschen den Nutzer vielleicht auch auf andere Gedanken zu bringen. Also, weil was wir hier eben sehen, es wird nach einem Rasenmäher gesucht. Ich habe klassische Rasenmäher in den Suchergebnissen, aber mir wird zum Beispiel ein Mähroboter angezeigt. Auch das ist eben ja nicht dieser direkte Bezug zum eigentlichen Produkt, aber dennoch thematisch passend. Auch da wieder erstmal gucken, gibt es da Interesse, wird meine Aufmerksamkeit oder gibt es Aufmerksamkeit für mein Produkt, wird draufgeklickt oder nicht. All das ist eben dieses Austesten, was ich eben über diese Werbeform erreichen möchte, um dann in den ja auch in der weiteren Monitoring zu sehen, was hat jetzt wirklich funktioniert, worauf kann ich mich weiter fokussieren, gibt es Werbeformen, die vielleicht überhaupt nicht funktioniert haben. Auch hier zusammengefasst, eben so ein bisschen sich auf Entdeckungsreise zu begeben, neue Ausspielungsorte auszutesten, eher auf Kategorieebene zu bleiben, vielleicht auch contextual zu bleiben, heißt einfach ja so ein bisschen sinnhafte Zusammenhänge herzustellen, aber erstmal zu gucken, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Wie sind da so die Werte? Und dann auch da wieder zu dem wirklich zu dir und deinem Produkt ehrlich sein, wenn ich halt wirklich was fernab von einer Kategorie habe und ich denke, ja, trotzdem, ich möchte einfach maximale Sichtbarkeit. Das ist wiederum kontraproduktiv, also wirklich zu gucken, macht das jetzt Sinn, könnte das funktionieren oder nicht? Und entweder man probiert es oder sagt, nee, eigentlich ist es kompletter Murks. Sollte man jetzt, also du wirst halt wahrscheinlich nur unnötig Budget verbrennen und ob das jetzt wirklich gerechtfertigt dafür ist, ist meistens dann ja, dahingestellt. Konzentriere dich halt hier wirklich auf Sichtbarkeit, Interaktion als Zielwerte, um eben Entscheidungen zu treffen und versuche neue Zielgruppen auszutesten und aber eben nicht auf diesen schnellen Sale aus zu sein und sei dir eben in der Ansprache bewusst, dass sich nicht hier sofort jeder erkennt, heißt einfach gerade für Produktsegmente,
wo es gar nicht so markengetrieben ist, hat man ja häufig so eine kleine Austauschbarkeit. Also man kann nicht immer sofort davon ausgehen, ah, wenn ich in Erscheinung trete, dann erkennt meine Marke jeder wieder, sondern das ist ja auch wirklich erstmal nur so dieses wiederholende Auftreten, dass dann irgendwann dieser Wiedererkennungswert natürlich eintreten sollte. Heißt einfach, wir haben bei Amazon, aber auch auf anderen Marktplätzen diverse Touchpoints, die ja der Nutzer während seines Kaufprozesses durchläuft oder macht. Und die gilt es einfach zu verstehen, sich dort auch durch die Kampagnen bestmöglich zu platzieren und dann am Ende zu nutzen. Aber am Ende ist es wirklich auch ein Zusammenspiel aller Einzelteile. Also das muss man auch dazu beachten, weil ich ja am Ende habe ich mein Kampagnen-Set und im Umkehrschluss ist es natürlich auch wieder so, dass ich das klein aufgebaut habe, immer größer geworden bin, aber über diese größere Aufgliederung der Kaufprozess dementsprechend auch erfolgreicher wird oder einfach diese Purchase-Phase viel, viel erfolgreicher aufgestellt wird. Und dann der Punkt natürlich, wie kriege ich das denn jetzt alles eigentlich organisiert in meinem Kampagnen-Setup, weil jetzt sind wir natürlich geguckt oder haben erstmal von draußen geguckt, wo lande ich wie, über welche Werbeform, aber wie stelle ich am besten mein Konto auf, damit ich da auch den Überblick behalte. Und da ist auch da wieder direkt zu Beginn, solltest du wirklich eine Struktur überlegen, die für dich Sinn ergibt, für deine Produkte Sinn ergibt, damit du einfach immer ja, den Überblick behältst, weil auch das kennen wir aus der Erfahrung zu Genüge, dass einfach kreuz und quer irgendwelche Kampagnen erstellt wurden mit irgendwelchen Ausspielungstypen. Und wenn man eben nachfragt, was jetzt der Sinn dahinter ist, heißt es meistens, ja, weiß ich nicht, hatte ich mal was ausprobiert. Aber allein das führt eben dazu, dieses ganze Chaos aufzuräumen, ist erstmal zeitintensiv, budgetintensiv, auf der anderen Seite aber auch nicht erfolgreich. Und ja, hast du erstmal den Überblick verloren, triffst du eben auch falsche Entscheidungen. Das heißt, wenn ich eine Kampagne erstellt habe mit unterschiedlichen Ausrichtungstypen, also ich habe eine Kampagne mit exakt Ausrichtungen, mit einer Broad-Ausrichtung und einer Phrase-Ausrichtung, alles in einem gemixt, wie willst du denn noch entscheiden, okay, was ist jetzt wirklich erfolgreich, wo habe ich unnötig Budget verbrannt, weil am Ende ist es halt ein großer Mix und die Datenlage wahrscheinlich nicht aussagekräftig genug, um wirklich eine Entscheidung treffen zu können. Unsere Empfehlung, auch das ist eben eine Empfehlung. Jeder muss halt schauen, wie das für seine Produkte passt, wie sein Zeitinvestor natürlich aussieht. Aber was wir eben gerne machen, ist zum Beginn auch erstmal eine Portfoliostruktur zu erstellen. Das heißt, ich nehme mein gesamtes Sortiment und strukturiere das durch nach eben Kategorien, Saisonalitäten, Thema, wo gewisse Produkte zusammenpassen und erstelle dafür ein eigenes Portfolio. Ist einfach viel einfacher auch später im Handling, weil ich eben weiß, okay, hier sind meine als Beispiel Rasenmäher-Kampagnen, gehe rein und habe auch wirklich nur das im Thema. Wenn ich alle Kampagnen in meinem Advertising-Konto habe, dann kann ich über ja, die Suchfunktion natürlich was raussuchen, aber es wirkt sehr unübersichtlich, gerade bei einem größeren Sortiment. Ich habe auch die Möglichkeit, einzelne Budgets zu verteilen. Heißt, ich habe ein starkes Portfolio, da gebe ich vielleicht ein bisschen mehr Budget rein als in anderes und kann so auch natürlich so ein bisschen ja die Gewichtung vorgeben, worauf ich mich jetzt wirklich fokussieren möchte. Und auch das wichtig aus unserer Sicht, erstelle wirklich ein eigenes Branding-Portfolio. Also du hast natürlich deine Produkte, die zu Keywords ranken sollen, die gegen Competitor ranken sollen, aber gerade alles das, was so Richtung Eigenschutz geht, wenn eben nach deiner Marke gesucht wird, da empfiehlt es sich, das auch wirklich getrennt zu halten, weil dann du ja auch gar nicht in die Verlegenheit kommst, gewisse Kampagnen gegeneinander zu vergleichen, die aber in unterschiedlichen Ausgangssituationen sich befinden. Und so hast du halt immer im Blick, okay, das ist jetzt wirklich alles das, was auf Branding einzahlt und das andere ist mehr, was eben generisch passiert, was unabhängig von meiner Marke halt funktioniert. Der nächste Schritt ist eben nach dieser Portfoliostruktur, dir so eine Kampagnenstruktur zu überlegen. Wir haben mittlerweile ja auch seitens Amazon die Möglichkeit, uns wirklich auf Einzelproduktebene anzugucken, wo in welcher Kampagne ist dieses Produkt überall hinterlegt. Macht die Übersichtlichkeit natürlich viel einfacher, gibt uns auch die Möglichkeit zu gucken, okay,
Welche Kampagnen haben wir jetzt für dieses Produkt laufen? Fehlen vielleicht gewisse Ausrichtungstypen? Fehlt vielleicht ja, quasi so eine Funnelstufe, die ich damit adressieren möchte? Auch das gibt uns einfach viel mehr Überblick und macht uns die Arbeit dann später in der Aussteuerung viel, viel einfacher. Wichtig dabei ist, nach Möglichkeit eine Single-Product-Kampagne aufzusetzen. Das heißt wirklich ein Produkt zu nehmen und dann darüber hinaus die Kampagne zu erstellen und diese Nachvollziehbarkeit und auch die Messbarkeit der Kampagnen-Performance viel, viel einfacher zu halten, weil ich weiß eben, es ist nur dieses Produkt, was beworben wurde, es wurde hierüber beworben, das sind die Ergebnisse und das ist die Schlussfolgerung. Wenn ich 10 Produkte, 20 Produkte in eine Kampagne packe, dann habe ich immer so einen Mix und weiß jetzt nicht, okay, sollte ich das eine ausschließen oder nicht? Ist es vielleicht zu früh, ist es zu spät? Das macht die ganze Arbeit einfach schwerer und auch das zeitliche Thema darf man da ja nicht außer Acht lassen. Dementsprechend auch einzigartige Kampagnennamen erstellen. Auch das einfach der Übersicht halber und auch der Nachvollziehbarkeit. Auch das aus der Praxis häufig gesehen. Ein Produkt wurde über verschiedene Kampagnen Typen beworben, aber steht immer nur Produkt XY da. Und dann musst du halt erstmal rausfinden, okay, was ist jetzt, ist eine Sponsor Brand, ist eine Sponsored Product Ad, ist Keyword Exact oder Broad Ausrichtung. All das macht es einfach schwerer, auch später ja, sich zurechtzufinden in dem Konto, dementsprechend sich eine Struktur zu überlegen, wie benenne ich das und im besten Fall natürlich auch nach Sales-Stufe oder seit Funnel-Stufe so Identifier zu haben, sei es Purchase, Awareness, Interest, um es Englisch zu halten, aber einfach, dass ich auf einen Blick erkenne, okay, das ist das Produkt, hier wird es beworben, über diese Werbeform wird es beworben und das soll diese Funnel-Stufe eben adressieren. Ist in der Erstanlage vielleicht ein bisschen umfangreicher, aber ihr werdet halt sehen, später hinten hier hinaus, gerade in der Optimierungsarbeit, erspart es euch einfach sehr, sehr viel Arbeit. Und der letzte Schritt ist eben diese Gebotsstruktur. Auch hier haben wir die Möglichkeit, über Amazon diverse Gebot-Modifier zu nutzen. Heißt, wir können mit festen Geboten arbeiten, wir können Amazon überlassen, es zu erhöhen, zu senken, auf der ersten Suchergebnisseite mehr auszugeben als auf den Produktseiten oder andersrum. All das führt einfach dazu, dass man sich verleiten lässt, das einfach mal auszutesten und dann gar nicht mehr ja, die Gebote im Blick behält, die für mich noch überhaupt rentabel sind. Das heißt einfach, sich erstmal im Vorfeld zu überlegen, was sind so die maximalen Gebote, die ich mir leisten kann und daraus hinab ableitend einfach so Gebotskorridore für einen zu erarbeiten, dass ich eben weiß, okay, hier ist das Maximalgebot XY. Ich gehe vielleicht ein bisschen tiefer rein, möchte dann aber auf der ersten Suchergebnisseite ein bisschen mehr investieren. All das fällt einfach darüber hinaus leichter, wenn man erstmal für sich errechnet hat, was kann ich mir überhaupt leisten. Und auch da eben über Auto, Broad, Phrase Exact, gerade in diesen Keyword-Ausrichtungsarten unterschiedliche Gebotsstufen einzuführen, um auch dann mehr nachvollziehen zu können, gerade wenn ich über Auto oder Broad breit hineingehe, möchte ich ja gar nicht direkt so viel Geld investieren, weil es natürlich auch sein kann, dass gewisse Keywords, ich hatte es ja angesprochen, am Ende doch nicht so gut auf mein Produkt einzahlen. Das heißt, das will ich ja erstmal rausfinden und wenn ich eben weiß, okay, welche Keywords sind gerade die, die mir den Umsatz bringen, kann ich da auch gezielter reingehen mit höheren Geboten und das aber ja auch über andere Kampagnen. Und mittlerweile wirklich ruhig sich auf KI-Unterstützung, eben Tool-Unterstützung auch da ins Haus zu holen, weil das ganze Thema eben komplex ist und auch die Optimierung immer mehr Zeit in Anspruch nimmt, je mehr Möglichkeiten es bestehen. Und mittlerweile gibt es einfach genügend Tools auch am Markt, die dafür sorgen, dass man das einfach auch ein bisschen entspannter angehen kann und nicht wirklich jeden Tag in sein Advertising-Konto gucken muss. Ja, und zu guter Letzt natürlich, Set and Forget heißt einmal aufgesetzt und dann läuft das Ding auf keinen Fall. Es ist wirklich so, dass du jedes Mal immer beobachten musst, was läuft gut, was nicht, pausiere, optimiere und deaktiviere. Auch das ist ganz wichtig, nicht zu ewig an Kampagnen festzuhalten, sondern auch da zu sagen, okay, das bringt nichts, das hatte ich mir anders überlegt, ich stoppe das jetzt hier an dieser Stelle. Oh, und auch das ist, glaube ich, durchgekommen. Es gibt nicht diese eine Strategie. Es gibt verschiedene Strategien, aber
Wichtig ist, dass du einfach für dich die individuell passende Strategie findest, in der du dich natürlich auch wohlfühlst. Genau, kommen wir schon zum Fazit. Ich glaube, mit dem Blick auf die Uhr rennt uns das auch so ein bisschen hinten raus. Aber was du halt mitnehmen solltest, ist zum einen, das Ziel auf Amazon ist es zu kaufen, gerade aus Nutzersicht oder vor allem aus Nutzersicht, das im Hinterkopf zu behalten. Werbung und Content gehen eben Hand in Hand. Also guter Content zahlt sich am Ende auch auf die Kampagnenperformance aus. Variiere deine Kampagnenausrichtung je nach Sales-Funnel-Stufe. Also überlege oder geh nicht einfach stumpf rein und sag, das läuft schon irgendwie, wenn ich hier alles auswähle, sondern überleg dir im Vorfeld, was du in welcher Funnel-Stufe wie ausspielen möchtest. Dann, genau, arbeite nach Möglichkeit von Purchase zu Awareness, um darüber hinaus dann so ein bisschen diese rückwirkenden Effekt zu haben, dass dein Awareness-Funnel auch dazu führt, dass du deine Purchase-Phase verbesserst. Bleibe klar in deiner Struktur und behalte eben stets den Überblick. Das ist wirklich das A und O mittlerweile, weil die Möglichkeiten so mannigfaltig sind und es ist einfach kein One-and-Done-Geschäft. Also es das heißt nicht einmalig aufsetzen, dann läuft das Ding, sondern es verändert sich immer etwas. Neue Werbeformen kommen dazu, neue Ausspielungsorte. Das gehört einfach dazu, da auf dem Laufenden zu bleiben. Und ja, zu guter Letzt überlege dir deinen Weg, mit dem du dich halt einfach wohlfühlst. Das heißt, all das, was man ja auch von anderen hört, es ist immer eine Möglichkeit, aber eben nicht die einzige Möglichkeit. So. Damit bin ich durch. Gerade Punktlandung, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Waren viele interessante Erkenntnisse. Ich will gleich mal in die Runde fragen. Gibt es Fragen, um euch jetzt hier in den letzten Minuten die Möglichkeit zu geben, eure Fragen zu stellen? Jan, du? Sonst würde ich, also hätte ich gerne noch kurz gewusst, sollte ich immer auf Kampagnen, auf Eigenmarken-Keywords schalten oder was ist da das Mittel der Wahl? Genau, also ich hatte es ja angesprochen, Selbstschutz ist auf jeden Fall wichtig. Es gibt ja auch verschiedene Theorien, die eben sagen, eigentlich brauche ich ja auf Marken-Keywords nicht zu schalten, weil die Relevanz meines Produktes sollte dazu ja am höchsten sein. Das heißt, ich habe da ja schon organisch den größten möglichen Effekt dazu, weil ich höchstwahrscheinlich auf Platz 1 organisch lande. Ist berechtigt, beziehungsweise kann man austesten. Was ich dennoch empfehlen soll, wäre eben diese Produktausrichtung zumindest auf die eigenen Produkte beizubehalten, weil ich hatte es ja angesprochen, ich über diese Produktausrichtung ja auch in der Möglichkeit bin, quasi auf dem ersten Sponsored-Platz vor dem organischen Ergebnis zu landen. Heißt, wenn ein Competitor eben auf meine Produkte bietet, hätte er so ja trotzdem die Möglichkeit, auch da nochmal direkt vor mir zu landen. Und es verringert einfach die Chancen des Wettbewerbs, noch sichtbarer zu werden. Das ist einfach so. Aber klar, man kann es mal austesten, ob es sich dadurch irgendwas in den Umsätzen ja, verändert oder ob man sich dadurch Traffic immer abgeschnitten hat. Allerdings, so nach meiner Erkenntnis, ist gerade was den Selbstschutz angeht, sollte man alles ausreizen, was geht. Jetzt habe ich einen Shop, der irgendwie tausende Produkte umfasst. Was mache ich denn mit so einem großen, umfangreichen Sortiment? Wie stelle ich das am besten auf? Genau. Ja, also ich hatte es ja gesagt, unsere Empfehlung ist eine Single-Product-Kampagne. Klar, wenn man jetzt ein Riesensortiment hat, sagt man, okay, das wird halt zu umfangreich. Wenn ich das wirklich auf Einzelproduktebene aufsetze, gebe ich Ihnen recht. Allerdings kann man dann sich zumindest, weil die wird es überall geben, seine Top-Seller nehmen und für die eben wirklich doch auf Einzelproduktebene das nochmal sauber aufzusetzen, weil ich eben weiß, das sind die Topseller, die möchte ich bestmöglich aufstellen. Und für alles Weitere, was so ein bisschen mitschwingt, kann man natürlich auch da so ein bisschen die Produkte zusammenfassen, aber auch hier wirklich produktspezifisch zu gucken, welche passen überhaupt zusammen innerhalb einer Kampagne und die dann zusammenzufassen, aber auch da weiterhin in der Bezeichnung klar zu bleiben, in der Zuordnung klar zu bleiben.
um da die Struktur beibehalten zu können. Okay. Und noch die letzte Frage, auch im Hinblick auf die Zeit. Ist in der Aufmerksamkeitsphase die Amazon DSP nicht sinnvoller zu nutzen oder was würdest du da empfehlen? Genau. Ich hatte es ja auch angesprochen. Also die DSP gibt mir nochmal viel mehr Daten zur Verfügung, mit denen ich auch gerade was so Interessens- und Aufmerksamkeitsstrategien angeht, viel besser zu adressieren. Muss man allerdings auch hinzusagen, dafür brauche ich ein bisschen mehr Budget, weil es eben nicht mehr PPC getrieben ist, sondern eben über den TKP ja berechnet wird. Das heißt, ich habe einfach eine ganz andere Berechnungsgrundlage. Und brauche auch einfach mehr Budget, weil ich eine viel größere Zielgruppenansprache hervornehmen kann, die entsprechend budgetintensiv ist. Und auch das ist so ein bisschen, sollte eigentlich über Sponsored Display sich an das ganze Thema herantrauen, wenn man sieht, okay, das ist schon mit von Erfolg gekrönt, könnte ich dann eben den nächsten Schritt gehen, auch mit der DSP das vielleicht noch zu erweitern. Aber klar, DSP ist auch einfach nochmal ein bisschen umfangreicher und auch budgetintensiver. Das muss man einfach bedenken. Okay, super. Vielen Dank dir, Florian, für die interessanten Erkenntnisse. Die ersten haben sich ja auch schon verabschiedet in ihren nächsten Termin. Wir freuen uns, dass ihr hier so aufmerksam zugehört habt, hoffen, dass ihr viele interessante Erkenntnisse mitnehmen konntet. Dir nochmal vielen Dank, Florian, und Gerne. wir hören uns dann in unserer nächsten Session hoffentlich. Okay, dann wünsche Klar. ich allen noch einen schönen Arbeitstag. Genießt das schöne Wetter und ja, bis demnächst. Danke, Florian. Sehr Danke. gerne. Schönen Tag noch. Ebenso. Ciao. Danke euch Tschüss. auch. Tschüss.